Hallo, grüß euch, da ist er wieder, der Günther. Ja, in dem Video geht es darum, wie stelle ich bei einem Vorrat die Dämpfer genau auf meine persönlichen Ansprüche ein. Wir verkaufen in der letzten Zeit sehr, sehr viel Fulles, also Räder, die hinten und vorn gedämpft sind. Die machen aber nur Sinn, wenn das Fahrwerk genau für mich passt. Vorweg, danke, dass mein Kanal treu geblieben seid. Ich bin ein halbes Jahr öder geworden, ein bisschen grauer bin ich geworden. Vielleicht könnt ihr es weiter erzählen, dass es den Kanal gibt. Vielleicht könnt ihr es kommentieren, teilen, damit der Kanal wachsen kann. Danke. Los geht's. Wie kontrolliere ich jetzt, ob das Rad für mich persönlich gut eingestellt ist? Das bestimmt man immer über den Negativfederweg. Es gibt unterschiedliche Fulles. Es gibt Race-Fulles, die haben eine Federweglänge von 100 bis 120 mm. Das steht meistens auf die Vorrahlen drauf. Eine Race-Fulle, wie gesagt, hat 100 bis 120 mm. Und wenn ich mir jetzt auf das Vorrahl drauf sitze, dann geht dieser Ring nach unten. Und wenn das bei einer Race-Fulle ist, sollte der Ring 10 bis 20% Negativfederweg haben. Ist es so wie bei dem Rad All-Mountain-Fulle von 130 bis 150 mm gängende, dann sollte der Negativ-Federweg 20 bis 30% von der Federweglänge betragen. Also man sieht das immer am Hand von dem Ring. Und bei einem Enduro-Fulle, was eine Federweglänge hat von 150 bis 180 mm, sollte der Negativfederweg von 30 bis 50% betragen. Nur so kann es kontrollieren, ob das Radl für mich persönlich perfekt eingestellt ist. Wie mache ich das jetzt, dass ich den Dämpfer jetzt natürlich eben auf mich genau einstelle? Ich brauche dazu ein Spezialpumpern. Ohne derer geht es leider nicht. Die kostet jetzt kein Vermögen nicht, aber ich brauche ein Spezialpumpern, weil es gehen die Dämpfer mehr Bar oder mehr Psi rein, als was ich mit einem normalen herkömmlichen Luftpumpern befüllen kann. Es ist der Aufsatz, wie ihr seht, genau der gleiche. Man schrauft als erstes das Staubkapperl oder das Kapperl eben vom Dämpfer runter. Das ist genauso wie bei einem Autoventil. Das ist da genau dasselbe. Ich schraufe diese Spezialpumpern, schraufe ich nur da rauf. Und dann stiche die Kammern an, damit ich genau dann sehe, wie viel Bar das in den Dämpfen in dem Fall drinnen sind. Ich sehe jetzt da 100 Psi oder in dem Fall so 7 Bar. Und jetzt gehe ich her, schiebe den Ring nach oben. Und bei dem Radl, das ist eine All-Mountain-Fulle, hat 140 mm Federweg, sollte der Negativ-Federweg 20 bis 30% betragen. Ich sitze mir jetzt einfach auf das Vorradl einmal auf. Und schaue, dass ich ohne Wippen von dem Radl wieder runtergehe, ohne dass ich dort jetzt großartig einfedere. Und schauen wir das einmal an, wie viel Negativfederweg jetzt das ist. Das wären in dem Fall jetzt zum Beispiel nur 10%. Da würde ich sagen, lass mal ein bisschen Luft aus. Und bei den Spezialpumpen gibt es da immer einen Button, da drücke ich drauf. Da lasse ich ein bisschen Luft aus. Ich schaue jetzt zum Beispiel, dass ich da sage ich mal, auf 6 runtergehe. Und dann probieren wir das einfach nur mehr aus. Ich schiebe den Ring wieder nach oben. Entscheidend ist jetzt das, ich spüle mich so lang, bis dass ich eben zwischen 20 und 30% von der Negativ-Federweglänge dann da drinnen bin. Also das Radl wäre für mich vorher zum Beispiel viel zu hart eingestellt gewesen. Jetzt bin ich bei 20-30% Negativ-Federweg und das ist bei einem All-Mountain-Fulle genau perfekt. Jetzt ist eine ganz entscheidende Sache und das wissen die wenigsten.
Jeder Dämpfer hat eine Zug- und eine Druckstufenverstellung. Da kann man mitbestimmen, wie schnell der Dämpfer einfedert und wie schnell der Dämpfer ausfedert. Und das schauen wir uns jetzt an, wie man das genau macht. Das ist mit dem roten Rad, was man da sieht, kann man das bestimmen. Man geht einmal her und schaut einmal, wie viele Rasterungen dieser rote Ring da hat. Das machen wir jetzt einfach einmal. Ich drehe das einmal in eine Richtung, bis das ansteht. Und schauen wir das genau an, wie viele Rasterungen der diese Zug- und Druckstufenverstellung hat. 1, 2, 3, 4, 5. Der hat in dem Fall 12 Rasterungen. Dann wäre die mittlere Einstellung in dem Fall 6. Wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie wir oft fahren, wo wir Straße fahren, Gelände fahren, finde ich 6 eine optimale Einstellung. Wenn ich natürlich jetzt weiß, ich fahre viel abseits, heute habe ich eine Ausfahrt, wo ich nur im Gelände unterwegs bin, dann will ich, dass diese Einstellung sehr schnell arbeitet, damit der Dämpfer einfach schneller arbeitet. Fahre ich aber viel auf der Straße, dann möchte ich eher, dass diese Zug- und Druckstufenverstellung eher der Dämpfer ein bisschen langsamer rauskommt und ich brauche da nicht so ein schnelles Ansprechverhalten. Und das kann ich eben, wie gesagt, mit diesem roten Ring verstehen. Und das ist eine perfekte Einstellung, wäre in dem Fall da, wenn 12 Rasterungen sind, 6. Eine ganz simple Überprüfung, was man da ganz leicht machen kann. Wenn ich das jetzt eben auf 6 eingestellt habe und mittel eingestellt habe, diese Zug- und Druckstufenverstellung, dann stelle ich mir einfach einmal her und drücke einmal fest nach innen und schaue einmal, wie schnell dass der Dämpfer in dem Fall da arbeitet. Das sollte so sein, dass ich, wenn ich das auslasse, sollte das Rad nicht im Bodenkontakt verlieren. Weil wenn das so ist, dann habe ich natürlich bei der Ausfahrt keinen Bodenkontakt und somit ist natürlich, wenn das in einer Kurve oder irgendwo ist, dann verliere ich natürlich das Handling vom Fahrrad total. Jetzt haben die Dämpfer nur mehr eine Einstellung, die ich noch verändern kann. Das ist im Dämpfer dieser blaue Hebel. Und da ist jetzt so, der blaue Hebel geht nur um das, um die Zug- und Druckstufung. Auf der 1er Stufe ist es so, dass der Dämpfer am schnellstmöglichsten arbeitet. Also ich fahre eher ins Gelände. Auf der 2er Stufe wird der Dämpfer ein bisschen träger. Also es heißt, ich fahre eher Gelände, leichtes Gelände, ein bisschen auf der Straße. Wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt bergauf und ich will, dass der Dämpfer natürlich immer langsamer wird, auch beim Ausfedern, damit ich nicht viel Kraft verliere, fahre ich auf der 3er Stufe. Und somit kann ich halt diese Zug- und Druckstufenverstellung mit dem blauen Hebel auf die unterschiedlichsten Verhältnisse im Schnellverfahren, während ich fahre, nur mal genauer anpassen. Beim vorderen Dämpfer ist es ein bisschen einfacher. Es gibt dort eine Luftkammer, die man befüllen kann. Das ist genauso wie beim hinteren Dämpfer. Man schraubt die Abdeckung runter. Und ich schaue bei jeder Gabel, finde ich eine Skala. Zum Beispiel, ich habe 75 Kilo, jetzt wisst ihr auch mein Gewicht. Wenn ich da zum Beispiel schaue, Gewichtskategorie, sehe ich da 75 Kilo, fahre da einer, sollte ich jetzt in dem Fall Psi 72 bis 82 Psi rein tun. Das heißt, er hat im Bar 5,0 bis 5,7 Bar. Und das mache ich jetzt einfach. Ich schraube diese Spezialpumpen wieder rauf. Und schaue in dem Fall, stich die Kammer wieder an, und schaue in dem Fall, wie viel das drinnen ist. Da ist jetzt zum Beispiel drinnen nicht ganz 5 Bar. Dann gehe ich einfach her und ja, genau, so lassen wir es. Das ist eben anhand von der Tabelle, weiß ich ganz genau, ich muss 5 Bar in meiner Körpergewicht oder reingeben. Dann habe ich die Federgabe von der Luftkammer
einmal genau speziell für mein Körpergewicht eingestellt. Ja, beim vorderen Dämpfer ist es genauso wie beim hinteren Dämpfer. Ich habe da auch eine Zug- und eine Druckstufenverstellung. Da drehe ich mir so wie das Rad, das drehe ich mir um. Und ich kontrolliere ihm genau wieder, wie viele Rasterungen das hat. Man hört immer ein bisschen klacken, wenn eine Rasterung passiert. Das hat jetzt in dem Fall 15. Dann mache ich auch wieder die Hälfte. Sage einmal, ich tue es stöß auf 7. Ich drehe dann wieder 7 Rasterungen in die andere Richtung, damit ich genau eine mittlere Einstellung habe. Und so bin ich so für das Gelände, wie wir dort herum, pippelfein aufgestellt. Und ich habe ein Rahl, was von Ansprechverhalten her genau auf meine Bedürfnisse eingestellt ist. Mir ist natürlich wichtig, dass ihr eine Freude habt mit eurem Fahrrad, das euch in das Sportgeschäft erkauft. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das Ding gescheit eingestellt ist, dann schaut in ein Sportgeschäft. Wir würden uns natürlich freuen, wenn es zu uns kommt. Ich werde in der nächsten Zeit mit meinem Wohnwagen wieder ein bisschen ausfahren. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass ich mit euch draußen sporteln gehe. Vielleicht seht ihr meinen Wohnwagen, schaut mal vorbei auf meinen Stand. Viel Spaß beim Radfahren.